Willkommen Freunde, heute mit einem weiteren Catan World Explorer Video. Kleiner Disclaimer zu Beginn, dieses Spiel wird leider am 18. November eingestellt. Ich dokumentiere dennoch meinen Fortschritt weiter. Und ja, Season 21, Ergebnisse davon möchte ich euch heute präsentieren. Ich kann schon mal vorweg sagen, das war für mich persönlich die erfolgreichste Season, die ich bisher je gespielt habe. Ob wir das toppen können? Werden wir zukünftig bald sehen. Ja, gewonnen haben wieder die Roten. Natürlich. Wie auch immer, so ist es. Die Blauen waren leider wieder Schlusslicht. Können wir jetzt auch nichts dran ändern. Ist einfach so. Vermutlich wird sich das in den nächsten zwei Seasons, die es jetzt noch gibt, auch nicht mehr groß ändern. Ja, ich habe hier, wie man sehen kann, einiges geschafft, 343 Victory Points bekommen. Und ja, wie ich die 343 Victory Points erreicht habe und was ich sonst noch alles bekommen habe, das zeige ich euch jetzt. Ein Schlüssel zu diesem Erfolg war tägliches Spielen und häufiges Bespielen des Golden Settlements, ja. Und somit bin ich diese Season insgesamt 6 Level aufgestiegen, glaube ich. Und ab Level 12 ist es, glaube ich, oder schon 11, bekommt man für jeden Levelaufstieg von jeder Sorte je ein Minigame mit 3 Würfeln. Sprich, ich hatte für Ziegelsteine, Steine, Wolle, Holz und so weiter je ein Minigame. Und diese Minigames, die habe ich mir aufgehoben bis zum Schluss. Und dann habe ich mir, da es ja eh bald vorbei ist, eine Boostkarte gegönnt, und zwar doppelte XP. Und da habe ich mich eine halbe Stunde hingesetzt und habe in der halben Stunde bei Vierfach Bonanza die ganzen Minigames weggeballert. Und da habe ich das Monument gelevelt und gelevelt. Das ging richtig, richtig gut ab. Und schlussendlich habe ich dann tatsächlich mein Monument auf Level 68 gebracht. Ich stand ganz kurz vor Level 69. Und das allein hier in Deutschland ohne einen einzigen Fabled Harvest, da ja leider die Einladungen verbuggt sind. Die Season absolut keine einzige Einladung bekommen. Und trotzdem mehr erreicht wie die Season davor. Da bin ich schon gewissermaßen ein bisschen stolz drauf. Und ja, wirklich sehr, sehr traurig, dass es eingestellt wird. Ja, das war soweit mein Weg für diese Season. Und jetzt läuft ja gerade schon Season 22. Mit heftigen Bonis. Ich kann euch nur sagen, spielt die unbedingt. Seid gespannt, was ich dort alles erreichen werde. Und für dieses Video war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.